Heute geht's weiter mit einer ganz neuen Nummer. Grill doch einfach. Übrigens, ihr Lieben, auch heute wieder bin ich nicht alleine, wenn ihr schon nicht da sein dürft. Mein Grillbuddy, meine angetraute Ria ist wieder da. Ria, du bist. Und da ist schon wieder der obligatorische Kuss. Heute habe ich mich für Geflügel entschieden. Ich habe mich entschieden, das zu kombinieren mit Spinat hier und mit Champignons. Dann brauchen wir einen leckeren Weißwein aus der Region. Ich brauche Crème fraîche, aber die richtige Crème fraîche, die mit 40% Fett, ja, damit es auch hier und hier unten ankommt. Ja. Und dann brauchen wir ein bisschen Butaris, ein bisschen Senf, Zwiebel, Knoblauch. Ich habe mich entschieden für Polofino. Polofino kennt ihr. Die habe ich zuvor abgewaschen, kalt, und habe sie dann wirklich sauber getrocknet. Und Polofino ist nichts anderes wie eine Hähnchenoberkeule. Das ganze Produkt, ganz klar, ordentlich salzen und ordentlich pfeffern. So, und beim Geflügel passt da ein bisschen auf. Ihr seht, ich habe das separiert. Ich habe das auf einem extra Teller. Am Ende des Tages ist es ja so, dass beim Geflügel immer ein bisschen Vorsicht geboten ist. Ja, lieber ein bisschen mehr Vorsicht wie ein bisschen weniger. Und nicht da, wo das rohe Geflügel war, wieder was anderes drauflegen. Das wäre völlig falsch. Ihr heizt euren Grill wieder vor auf so 220, 240 Grad. Das ist das, was ein kleiner Grill in der Regel schafft. Schafft da ein bisschen mehr, ist auch nicht verkehrt. Ich habe wieder eine Pfanne drin. Kann eine Gusspfanne sein, kann eine Auflaufform sein. Ihr nehmt das, was ihr zur Verfügung habt, und damit hat sich das. Ja. Jetzt braucht ihr als allererstes ein klein bisschen Rapsöl. Wer will, kann auch ein Kokosöl oder sonst was nehmen. Aber wer mich kennt, der weiß ja, dass ich es mag, wenn es Produkte aus der Region sind. Guckt, dass das Öl wieder ordentlich verteilt ist und dass das Geschirr auch wirklich gut vorgeheizt ist. Jetzt sind wir hier beim Polofino. Wie ihr seht, ich habe das gewürzt, ja, und ich tue es auch nicht zusammenklappen, wie man das so in der Regel kennt. Ich lasse es offen, ich tue auch die überschüssige Haut nicht wegmachen. Der, wo das will, der tut es, aber ich finde es richtig, richtig gut. Dann legen wir zusammen los. Die Form ist heiß. Ich fange an, lege die Polofino ein und ich lege sie zuerst auf die Hautseite. Habe ich sie auf der Hautseite, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass mir das Eigefett noch ein bisschen mit ausbrät. Und wenn das ein bisschen mit ausbrät, gibt es ein tolles Algearoma. Und das ist das, was unwahrscheinlich wichtig ist am Ende von dem Gericht. So, Deckel zu und immer dran denke, habt einen Deckel, macht ihn zu, dann ist es ähnlich wie ein Backofen. Thomas, dann kommst du mal näher. Ja? Wir kommen mal zum Grill und wir gucken mal rein und gucken mal, was passiert ist. Ja? Wie du hier siehst, ja, es sieht einfach nur köstlich aus. Ich gehe hin, drehe das Ganze um. Ja? Die Haut, die fängt schon langsam an zu knuspern. Das ist einfach nur schön, ist einfach nur gut. Ja? Was ihr schon gleich mit reinbringen könnt, ich habe hier zwei Knoblauchzehe. Und die Knoblauchzehe, die haben wir einfach nur angeknackst. Drückt mit dem Handballe drauf oder mit dem Messer und dann hat sich's. So. Beim Anbraten von der Zeit her liegen wir wieder bei 3-4 Minuten pro Seite bei geschlossenem Deckel. Wenn es einer ein bisschen dunkler mag, dann macht er halt eine Minute länger. Wenn es einer ein bisschen heller mag, macht er eine Minute weniger. Manchmal auch ein bisschen abhängig vom Größe vom Produkt. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt gehen wir hin und hole die Hähnchen raus. Und nicht erschrecken, wenn es der gleiche Teller ist wie vorher. Ja, das ist alles halb so wild, weil es wird ja noch mal gekocht. So, das nächste, mein Buddy Ria schneidet die Zwiebel jetzt gerade in große Spalte. Ja, so, ich nehme schon mal die Champignons, gebe die dazu. Ja, das brutzelt, das macht, der Knoblauch kommt schon raus, das macht richtig Freude. Ja, so, genau, Ria. Und es gibt die Ria die Spalte dazu von den Zwiebeln. Und jetzt brauchen wir noch, ihr seht schon, kommt noch mal näher, Thomas, ihr seht schon, das Bratfett von dem Hähnchen, ja, das wird langsam schon ein bisschen ebbe. Deshalb steht im Rezept drin, dass ihr gerne noch ein klein bisschen Butaris dazugeben dürft. Ja, und das ist dann auch gar nicht verkehrt. Und dann kriegt ihr wieder schöne Röstarome. Aber spannend wird es, wenn unser Spinat dazu kommt. Dann hat man so das Gefühl, wie soll diese Menge Spinat in diese kleine Pfanne rein. Aber dem geben wir mal ein bisschen Ruck. Wir geben ein bisschen Dampf mit einem schönen Weißwein. Ja. Jetzt, Thomas, darfst du mir wieder folgen.
Guck mal rein, komm mal näher, du musst dir das angucken, ja. Weil je näher, dass du kommst, dann riecht schon fast die Kamera. Und guck mal, den Zwuggel hier, ja, wie der schön aussieht, ja. Jetzt ein kleiner Trick. Wenn ihr jetzt anfangt zu pfeffern, dann kriegt der Pfeffer auch leichte Röstarome, er braucht weniger. Und jetzt gehen wir einfach hin und nehmen unseren Spinat, gebe den jetzt hier dazu. Jetzt kommt der spannende Moment. Passt's oder passt's nicht? Natürlich passt am Anfang nicht, aber auch das kriegen wir hin. So. Und wie ihr seht, habe ich das Rezept so gestaltet, dass ihr die zwei Pakete einfach gerade aufbrauchen könnt. Da liegt bei euch nichts rum, weil ich denke, auch in einer schwierigen Zeit. Und grundsätzlich zählt es, ist Lebensmittel nichts, was man verschwendet. Ja, man geht respektvoll damit um. Jetzt nehmen wir unseren schönen regionalen Weißwein, ja, und wir geben da die Menge drauf, wo im Rezept steht. Und jetzt entsteht sofort Dampf. Und jetzt müsst ihr das sofort schließen. Wenn er jetzt schließt, dann fängt der Spinat an, zusammenzufallen. Und dann kommt noch unser Senf dazu, kommt noch unser Crème fraîche dazu. Und wenn das alles drin ist, dann ist das die Basis. Und die schmort zusammen mit unserem Polofino, gibt wieder ein wunderbares, eigenständiges Gericht. Thomas, bitte folgen. Guck nochmal auf den Grill hier. Ja? Und du siehst, der Spinat, der fällt schon zusammen. Und der macht schon genau das, was ich haben will. Ja? Fängt an zu garen und macht jetzt schon langsam richtig Freude. Aber jetzt wird es spannend. Ja? Jetzt brauche ich meinen Grillbuddy, die Ria. Und zwar mit der unheimlich leckeren Crème fraîche. Ria, darfst gute 200 Gramm dran machen. 200 Gramm wäre für euch zu Hause im Prinzip so ein Becher, was ihr habt. Und dann habt ihr wieder aufgebraucht. Super. Dann darfst du bitte den Senf noch bringen. Ja? Verteile oder einfach rein? Einfach verteile. Passt. Verteile, okay. Dann hast du jetzt schon abgehoben, oder? Das passt. Das sind 40 Gramm, so wie es im Rezept steht. Okay. Bleibt jedem selbst überlassen, wenn er einen regionalen Senf nimmt, dann nimmt den, nimmt das, was er zur Hand habt. Ich mag es manchmal gerne mit einem körnigen Senf, ja, ein ganz, ganz grober, so ein Landsenf. Aber in der Regel müsst ihr das selbst entscheiden. Ria, perfekt, passt da. Ja? So, das passt, das kocht runter. Und jetzt nehmen wir wieder unsere Polofino, ja. Wir legen die rein. Und nochmal, macht euch keine Sorge, wenn das jetzt auf dem gleichen Teller war wie vorher, weil es wird nochmal gekocht. Ja. Auch hier wieder seht ihr, fast kein Fleischsaft, liegt natürlich am guten, hochwertigen Produkt. So, und jetzt ganz einfach, wenn ihr habt, ein Thermometer oder ein Kurzzeitthermometer und geht auf mindestens 72 Grad. Wenn ihr bei 78 Grad seid, ist es auch nicht schlimm. Ab 80 wird es meiner Meinung nach ein bisschen kritisch, dann wird es trocken und dann schmeckt es nicht gut. Jetzt sind schon gute 15, 16 Minuten vergangen. Wir gucken mal rein, was passiert ist. Ja, man sieht, die Soße kocht ein, Spinat fällt in sich zusammen. Was ihr nicht seht, es riecht natürlich wieder wahnsinnig. Und jetzt könnt ihr natürlich wieder ein Thermometer nehmen und könnt das Ganze kontrollieren. Ich guck mal, was der sagt. Ja, im Moment sind wir bei 68 Grad. Das heißt, wir haben unser Ziel bald erreicht. Und schon geht es weiter und es gibt wieder ein perfektes Essen. Ich denke, wir dürften unser Ziel erreicht haben. Wir gucken mal rein. Sieht immer noch unheimlich lecker aus. Nehmen wir mal die hier. Perfekt. Wir sind genau da, wo wir sein sollen. 72, perfekt. Grill aus, ja. Und dann immer dran denken, auch wenn es ein kleiner Grill ist, es ist heiß, was aus dem Grill kommt. Und jetzt nehmen wir das raus. Und ich würde zu Hause, wenn ich zu Hause bin, ich würde gar nicht Schnickschnack machen, ich würde das gar nicht anrichten. Ich würde das Teil nehmen, würde es auf der Tischstelle kurz abschmecken, ob es euch reicht vom Gewürz. Also für mich ist es ziemlich perfekt. Ein bisschen Pfeffer würde ich noch dran machen und das war's auch. Ja? Und viel mehr nicht. So, und jetzt wünsche ich einfach nur einen guten Appetit. Ja? Wünsche euch viel Spaß damit. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ja, komm, wir gehen. Ja.